Lalalala, wir gehen jetzt einfach weg. Bis morgen. Jo, bis morgen. Gehen wir mal wieder hier zum Jetro. Achso, ich sollte mir vielleicht die Informationen auch durchlesen. Empfehlungsschreiben. Der Inhaber dieses Briefes ist ein guter Kerl. Beheiligt ihn nicht, Angus. Ich bin wegen der Anzeige hier. Richtig. Habt ihr die Säfte? Noch nicht. Ja, kümmert euch um... Warte. Was? Ich habe das Empfehlungsschreiben. Die Spur führt zu den Kloaken. Ausgezeichnet. Ha, ha, Sir! Ihr müsst ihr nur folgen. Dann mal rein in die Kloaken. Jetzt weiß ich nämlich auch, was wir machen müssen. Wir müssen da hinten zu denen hin, die da vor der Türwache gestanden haben. Und das war... Tja, wo war das denn? War das hier oben? Ich glaube, das war hier oben. Oh, was ist das denn hier? Big Party? So, einmal wegrapen. Die geben alle nur einen Erfahrungspunkt. Ein bisschen wenig. Da hinten sind sie, die Banditen, die ich meinte. So. Speichern wir besser nochmal vorher ab. Na. Ach, hinter uns ist noch einer. So, jetzt darf ich abspeichern. Sehr schön. Habt ihr nicht... Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistech abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Oh, Passwort? Passwort, Passwort. Nennt mir das Passwort. Also, wir wissen ja nicht, wie das Passwort lautet. Jetzt können wir natürlich raten, ne? Das Passwort könnte Passwort sein, das wäre ganz lustig. Fistech könnte es sein, aber das glaube ich nicht. Salamandra schon eher. Flamme auf gar keinen Fall, aber Dorn, Dorn könnte es auch sein. Ich schwanke zwischen Salamandra und Dorn und ich nehme Dorn. Dorn. Tretet ein, aber macht keine Dummheiten und bestellt Angus einen Gruß. Sagt Angus, ich will mein Gold. Ja, das wird er wohl nicht mehr erfahren. Aber wir haben gut geraten übrigens. Salamandra wäre einfach zu einfach gewesen. Ich bin ja mal gespannt. Gut, geht rein, aber macht keinen Ärger. Wie viel Fistech wollt ihr denn? Ein Pfund. Wir lassen euch wissen, wenn es fertig ist. Geht zu den Chemikern am Ende des Flurs, letzte Tür links. Macht ihnen Dampf, dann kriegt ihr eure Ware schneller. Wo ist der Boss? Unterwegs. Er überwacht die Transporte. Hab ihn zuletzt vor einem Monat gesehen. So, so. Wie langweilig. Das ist ja interessant. Ein Beutel. Macht ja keine Dummheiten. Naja, machen wir schon nicht. Wir metzeln euch nur auf dem Rückweg alle ab. Kiste. Wir können uns ja schon mal die Gruft so ein bisschen angucken. Müssen wir gerade hier die Quest rausnehmen. Da, Quest... Ach du Scheiße, sind das viele. Habe ich ja
Glück, dass ich das Passwort erraten habe. Aber noch hier lang. Hier metzeln wir uns gleich also mal komplett durch, ja. Was haben wir denn hier? Ach, Gold. Wow. Jetzt werden wir reich. Scheint keinen zu stören, dass wir hier so ein bisschen rumlaufen. Oh. Wir trainieren also die ganzen Meuchler. Wo sind wir jetzt? Okay. Erstmal hier weiter. Meuchler, noch viel mehr Meuchler. Das scheint es jetzt zu sein, ja. Da ist eine Kiste. Bleibt Wasser. Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Verschwindet. Ist das Nierenfett? Ja. Oh oh. Das war... Das war wohl nicht so geil. Naja. Scheiße, jetzt sind wir tot. Okay, so geht's also nicht. Und ich glaube, das hat er jetzt natürlich alles nicht gespeichert, ne? Müssen wir jetzt nochmal hier durch die Kloaken durchlaufen. Ja, Salamandra-Versteck, da sind wir dann. Gut, ein Voice unterwegs. Okay. Also nochmal den ganzen Weg laufen. Ich versuche mich zu beeilen. So, hier die Kiste. Ich gehe auch schon mal auf das Stahlschwert, dass ich das gleich nicht ziehen brauche. Das nimmt natürlich immer mega viel Zeit in Anspruch. In der Zeit kriegt man direkt schon mal keine Ahnung, wie viele Claps auf den Hintern. Was haben wir denn hier so in diesen ganzen Schränkchen so drin? Achso, auch Gold. Ist ja interessant. Das kann man ja dann mitnehmen, ne? So, hier ist noch was. Ach, jetzt müssen wir ja wieder die Quest hier. Okay. Wie geht's denn hier lang? Ah, okay, ich verstehe. Jetzt mal wieder hier. Hier war ja nichts. Aber wir laufen trotzdem mal hier gerade durch, weil hier war noch irgendwo eine Truhe, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl. Das Gold hätte ich dann nämlich auch gerne. Und jetzt können wir uns... Ich hätte aber gern das Schwert. Den Gruppenstil habe ich schon reingemacht. Dann speichere ich natürlich, bevor ich jetzt an die Kiste rangehe. Das hätte ich vielleicht vorher auch machen sollen. Naja, die Animation kennen wir schon. Upsa. Speichern. Was haben wir hier noch? Chemiker. Hier mal hin. Meine Eier jucken. Meine Eier jucken. Ja! Meine Eier jucken. Schubst mich nicht, ich arbeite. Ich weiß, wir sind einfach, wisst ihr?
Was haben wir denn hier drin? Alchemistische Zutaten. Jetzt noch ein bisschen strecken. Fast fertig. Ob ich die mal alle umnieten soll? Ich speichere mal ab. Speichere mal ab und niete die um. Hört auf! Hört auf! So, arbeite. Schubst mich nicht, ich arbeite. Das ist nicht einfach, wisst ihr? Meine Eier jucken. Ich weiß, wir sind im Verzug. Hört auf! Hört auf! Hört auf! Nein, ich höre nicht auf. Dich klatsche ich nämlich auch noch um. Hört auf! Hört auf! Renn doch weg! Keine Wachen in der Nähe, die das einfach so ihre Chemiker hier. Hört auf! Ah, Chefchemiker, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich schlafe nicht, ich arbeite, wirklich. Ich bin nicht hier, um euch zu kontrollieren. Bitte sag denen nicht, dass ich geschlafen habe, die würden mich schlagen. Oh. Ich glaube, ich hätte sie alle retten sollen. Keine Sorge, ich werde niemandem etwas sagen. Danke, nehmt das. Es ist ein Rezept. Ich fand es unter Ihren Papieren. Oh. Wundertrankformel. Verstärkt die Intensität aller Zeichen. Naja, jetzt haben wir sie alle umgebracht. Ist auch nicht so schlimm. Die Formel haben wir ja trotzdem bekommen. Mann, bin ich ein gemeiner Typ. Könnte man fast meinen, ich spiele hier gerade Fable. Da vorne ist die Kiste. Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Da vorne ist die Kiste. Luken wir doch mal rein. So, jetzt weiter kämpfen, ja? So. Noch mehr? So, den noch und dann haben wir's. Sehr geil. Oh, da kommt ja noch einer. Nehmt das. Woher wusste der das denn jetzt? Eigentlich dürften die anderen ja gar nichts davon mitbekommen haben. Aber naja. Logik ins Spiel, ne? Nehmen wir lieber den Alkohol mit. Okay, Inventar ist voll. Hör. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Ja. Irgendwie schon. Okay. Ja, dann plündern wir die jetzt einfach mal weg hier und bewegen uns hier raus. Hier gibt es allerdings noch einiges zu bekämpfen, bevor wir hier rauskommen. Werde ich gleich auf jeden Fall noch den Speicherbutton drücken. Nämlich jetzt. Okay, so, bewegen wir uns doch mal nach draußen. Ach, wir könnten vielleicht mal hier bereits gelesen. Was? Ermöglicht die verborgenen und unsichtbaren Gegner zu sehen. Okay. Auch bereits gelesen.
Oh. Oh, und da geht das Telefon. Deswegen pause ich mal kurz.